Die Botschaft der rund 50 Demonstranten, die heute in St. Gallen auf die Straße gegangen sind, ist klar. Die Schliessung der Zollstellen in St. Gallen, in Buchs und in Romanshorn muss verhindert werden. Gerade die Zollstelle in Romanshorn ist für das Oberthurgau von besonderer Bedeutung, nicht zuletzt wegen der Fähre. Das ist sehr wichtig für den Standort, aber auch für die Wirtschaftsregion Oberthurgau. Der Zoll ist dazu da, die Lastwagen abzufertigen. Das ist die Brücke, eigentlich, wenn man so will. Das Schiff ist eine Brücke über den See. Der See ist sonst eine Barriere. Und für uns ist das ganz, ganz wichtig. Nicht nur für Fußgänger und Velofahrer, sondern eben auch für die Wirtschaft. Der Stadtpräsident von Romanshorn ist sich sicher, würde man den Zoll in Romanshorn schliessen, hätte das negative Auswirkungen für die Region. Das wäre eine ganz schlechte Situation. Wir würden Einbrüche haben bei den Fähren, wir würden Umsatz verlieren, damit wird wahrscheinlich die Fähre ausgedünnt. Wir investieren und arbeiten mit dem Kanton und mit Baden-Württemberg und Friedrichshafen daran, die Fähre zu verdichten, also mehr Fähre fahren zu lassen, Solarfähre fahren zu lassen. Das wäre eine ganz schlechte Situation. Bei der Kundgebung heute auch dabei gewesen, sind rund 20 Mitarbeiter von der Bodenseeschifffahrt. Wenn der Zoll geschlossen wird, können die Lastwagen die Fähren nicht mehr nutzen. Und da hätten wir dann auch weniger Verkehr bei uns auf den Fähren. Bangt man da auch ein Stück weit um seinen Job? Also, es geht in die Richtung, ganz genau, ja. Ob es so weit kommt, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sowohl bei der Zoll- und Grenzfachgewerkschaft als auch in Romanshorn gibt man sich kämpferisch und ist zuversichtlich, dass die Schliessung kann verhindert werden. Wenn der Bund jetzt das Wenige, was er da noch hat, noch wegnehmen würde und mit dem noch neue Probleme schaffen, ich kann nicht vorstellen, dass man das wirklich hat wollen so. Man hat über den Zoll reden, aber wahrscheinlich nicht gemerkt, was das für ein Problem könnte geben für eine Randregion wie das Oberthurgau. Mit den Zollschliessungen will der Bund im Rahmen des Stabilisierungsprogramms jährlich rund 7 Millionen Franken sparen. Vom Abbau direkt betroffen wären mehr als 50 Arbeitsstellen.